Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Schlegel. In diesem kleinen Clip geht es um den Wert von Allianz. Ich befinde mich auf dem Trading Desk von der Hypovereinsbank One Markets. Es ist Montagabend, wir haben 20.07 Uhr. Vorhin liegt der 5-Jahres-Chart von der Allianz und wir sind nicht nur auf einem 5-Jahres-Hoch, sondern wir sind auf den höchsten Kursen seit 2002. Ich gehe jetzt mal mit Ihnen ein bisschen näher ran an den Chart, an das Tagesgeschehen, damit man das alles ein bisschen deutlicher sieht, was sich hier so einigermaßen tut. Wir haben hier als schwarze Linie die 200-Tage-Linie. Da sind wir ordentlich von weg. Ja, die ist momentan bei 211, aber die kommt gleich nochmal in den Fokus des Interesses. Ich habe Ihnen hier einen kleinen Downtrend gezeichnet von dem Hoch, was wir hatten Beginn November. Einfach schlicht über die folgenden Hochs gezeichnet und wir haben mit dem heutigen Tag diesen kleinen Downtrend hier verlassen. Das alleine reicht mir noch nicht, um zu sagen, der Wert steigt. Ich bin ein sehr großer Freund von diesen sogenannten horizontalen Trends und dann sind wir nämlich hier, ich mache hier mal das Fadenkreuz rein, ich hätte gerne, dass wir diesen Punkt hier, das Hoch vom 17.12. bei 223,10, dass wir das mit Schlusskurs hier noch überbieten. Dann würden wir nämlich auch eins machen, wir würden das, ich mache das Fadenkreuz wieder raus, wir würden dieses obere Bollinger Band, was sehr wichtig ist, komme ich auch gleich drauf, nach oben überbieten. Diese Bollinger Bander, mit denen ich sehr viel arbeite, ja, sehen Sie, die sind momentan recht eng. Das ist also eine relativ kurze Spanne, hier schon ein bisschen größer, aber das hier, das sind halt die großen Spannen. Und wenn ein solches Band immer sehr eng ist, befindet sich nach meiner Meinung nach der Wert in so einer Art Chill-Modus. Und das tut er ja. Mehr oder weniger seit Beginn oder seit Mitte Oktober, hier sogar aber auch nochmal, seit Mitte Oktober sind wir in so einer Seitwärtsphase zwischen 215 und 225. Das sind gerade mal 10 Euro, das sind 4%, das ist sehr wenig. Und wenn so eine Chillphase mal aufhört, und das wird angezeigt durch das Überbieten eines Bandes in entweder die obere oder die untere Richtung, sehen Sie zum Beispiel hier das untere gehalten, dann wurde das obere rausgenommen, vollzieht sich meistens ein Kurs in die Richtung des Bruchs des Bandes. Bedingung dafür ist, Conditio sine qua non, es muss vorher ein enges Band gewesen sein. Und dann kann der Wert nämlich mal richtig aus den Vollen schöpfen. Wir hatten hier auch erst breite Bänder, dann sehr enge, kurze Schillphase, Seitwärtsphase rausgebrochen. Und hier haben wir eine sehr langgezogene Seitwärtsphase. Der Chill-Modus ist voll intakt. Wir sind völlig in Ordnung von dem Trendfolger MACD. Wir liegen auch sehr gut über die Stochastik. Kann man nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Allianz diesen Wert hier rausnimmt. Ich sage den nochmal hier genau mit dem Fadenkreuz, den vom 17.12. bei 223,25 erachte ich für recht groß. Und ich glaube, dass sie dann die Aufwärtsbewegung weiter verfolgen wird. Für diejenigen von Ihnen, die sich in Optionen schon ein bisschen auskennen, gibt es hier auf dem Tool eine wunderschöne Box. Ich bin Mac-User, deswegen muss ich das mit beiden Fingern machen. Sie benutzen, glaube ich, die rechte Maustaste. Und hier oben gibt es die sogenannten K.O.-Produkte. Ich habe jetzt schon die Long-K.O.-Produkte und mir ist jetzt die Laufzeit erst einmal egal. Ich habe mich bei einem Hebel von 18 dafür entschieden, Ihnen etwas zu zeigen. Für diejenigen von Ihnen, die der Meinung sind, dass der Wert diesen vom 17.12. Widerstand nach oben bricht, glaube ich, dass eine Option, die nicht unter dem letzten Tiefpunkt liegt, das ist hier bei 212, sondern noch ein bisschen tiefer, auch noch tiefer als die 200-Tage-Linie, hier so im Bereich 209. Meine Erfahrung zeigt mir, dass so runde Zahlen wie 210, 220 sind nie gute Stops. Deswegen, ich habe mich für diesen Schein hier entschieden. Das ist ein 209,42er, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer HZ45SR, Heinrich Zeppelin 45 Siegfried Richard. Also ein 209,42er, da es sich um einen unlimitierten, einen Open-End-Schein handelt, wird ja also die Basis jeden Tag leicht nach oben angepasst, das bitte ins Kalkül ziehen. Aber mit einem Hebel von im Moment 18,70 scheint mir das und einem Stop von hier drunter, scheint mir das eine anständige Option mit ordentlich Drehzahl zu sein, die recht gut zünden dürfte, wenn der Wert eben über diese 223,25 geht und schließt. Das ist die Bedingung.
für diejenigen, die sagen, nee, das schaffen wir nicht, wir werden diesen Trend hier nicht durchbrechen und selbst wenn wir mal kurz hochgehen, fallen wir wieder weiter runter. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für geringer. Gibt es natürlich auch einen Short, den würde ich schon deutlicher über die 226 legen. Das hier war das Hoch vom 7.11. und war bei 225,90. Ich habe mit einem Hebel von 18,59 diese Verkaufsoption gefunden mit der Basis 233,15. Ebenfalls ein Open-End-Schein. Das heißt, beim Put reduziert sich hier jeden Tag die Basis. Das ist die Kennnummer HZ1CB3. HZ1 Cäsar Bertha 3. Wie gesagt, 233,15, da sind wir also noch hier weiter oben, als der Chart momentan hergibt. Das ist für die Leute, die denken, nee, das schaffen wir nicht und der Wert sollte erst nochmal deutlicher eine Korrektur machen, vielleicht sogar unter die 200-Tage-Linie. Ich selbst erachte die Wahrscheinlichkeit für geringer, aber möglich ist das auch. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.